Kommt jetzt die große Inflation nach dem sehr, sehr, sehr wahrscheinlichen kompletten Sieg der US-Demokraten in Georgia bei dieser Nachwahl? Alles deutet darauf hin, ein Kandidat ist sicher durch, der andere wird sehr sicher durch sein, wenn man es so formulieren will. Also die Demokraten werden damit den Senat auch ganz leicht dominieren, indem eben Kamala Harris dann das Zünglein an der Waage ist. Was bedeutet das aber für die Märkte? Die Märkte sagen sich, naja, das bedeutet mehr Stimulus, das bedeutet Anheizung der Nachfrage, möglicherweise Infrastrukturinvestitionen etc. etc. Damit wird die Inflation nach oben gehen, die Verschuldung nach oben gehen, weil die Demokraten eben stärker noch die Nachfrage anheizen werden. Wenn die Nachfrage angeheizt wird, dann steigt normalerweise die Inflation. Und wenn die Inflation steigt, dann fordern eben Gläubiger des amerikanischen Staates höhere Risikoprämien, denn sonst frisst er die Inflation das auf, was man an Renditen bei den Staatsanleihen bekommt, und zumal die Verschuldung wahrscheinlich dann noch deutlich stärker nach oben geht, also das Risiko eines Ausfalls damit doch ein wenig ansteigt. Das ist derzeit jetzt das Szenario, und wir sehen besonders extreme Reaktionen heute an den Märkten. Es ging teilweise sehr volatil, sehr heftig zur Sache. Schauen wir uns zunächst mal das vielleicht Entscheidende an, nämlich die Renditen für US-Staatsanleihen. Hier die 10-jährige US-Rendite deutlich jetzt über der Marke von 1%. Wir sind gekommen von 0,92% auf jetzt 1,04%. Klingt jetzt erstmal nicht viel. Aber das ist am Anleihemarkt schon eine gewaltige Bewegung. Wenn sich so etwas fortsetzen würde, dann hätten wir einen sehr, sehr schnellen Move. Also die Erwartung ist hier, ja, damit wird jetzt letztendlich Inflation ansteigen, früher oder später. Und wir sehen das hier in diesem Chart besonders, nämlich die Inflationserwartungen, die gehandelt werden in den sogenannten 5-Year-Swaps in den USA. Also wie die Inflation in 5 Jahren für die dann folgenden 5 Jahre aussieht, das kann man an den Märkten handeln, wenn man Profi-Investor ist. Und hier sehen wir, da ist ein gewaltiger Sprung jetzt passiert. Wir sind jetzt höher als deutlich höher als kurz vor der Corona-Krise. Also da ist eine Menge passiert, eben durch die Aktionen der Notenbanken. Einerseits, jetzt durch den Sieg der Demokraten. Andererseits, wird das alles so kommen? Das ist die große Frage. Denn es ist ja so, darauf weist hier Capital Economics hin, Biden wird jetzt die Chance haben oder hat sehr viel mehr Potenzial, jetzt zum Beispiel Leute auszuwählen, die in Führungspositionen kommen. Aber zentrale Anliegen der Demokraten, wie zum Beispiel dieser Green Deal, werden nicht umzusetzen sein. Sehr wahrscheinlich nicht umzusetzen sein. Das Einzige, was die Demokraten wirklich können, ist die Fiskalpolitik zu bestimmen. Dann mit Janet Yellen als Finanzministerin. Aber sie können eben andere Dinge wie Infrastruktur, wie dieser Green Deal, diese neue Umweltpolitik nicht wirklich fahren. Warum nicht? Weil es den sogenannten Filibuster gibt. Das bedeutet, dass man eigentlich dann im Senat 60 Stimmen braucht und nicht 51, um hier diese ganze Geschichte wirklich durchsetzen zu können. Und es sieht derzeit nicht danach aus, als würde dieser Filibuster abgeschafft werden. Das heißt, zentrale Anliegen der beiden Administrationen, wie zum Beispiel eben Infrastruktur und Green Deal, werden so schnell nicht umzusetzen sein. Das ist ein wichtiger Punkt, und das dämpft nach meiner Erwartung, so muss es heißen. Das dämpft eben dann doch auch das Potenzial für Inflation. So oder so, einer ist der ganz große Verlierer heute, neben Donald Trump, das ist Mitch McConnell, den Sie hier sehen. Das war, muss man sagen, der Leader der US-Republikaner im Senat, extrem wichtige Funktion, denn da kann er bestimmen, was überhaupt zur Abstimmung im Senat zugelassen wird und was nicht. Mitch McConnell hat es ja geschafft, diese $2000-Geschichte von Donald Trump zu killen, indem er das zusammengepackt hat mit zwei anderen Forderungen von Trump, die für die US-Demokraten nicht zustimmungsfähig waren. Dementsprechend herrscht jetzt echter Krieg zwischen Mitch McConnell und den Leuten, die es mit Mitch McConnell halten, und der Trump-Fraktion. All das ist wichtig auch für die Märkte, denn es bedeutet, dass die Märkte ja extrem politisch derzeit sind. Die heutigen Bewegungen, deswegen erzähle ich Ihnen das alles, sind ja aufgrund dieses Wahlergebnisses in Georgia jetzt zustande gekommen und durch sonst nichts anderes. Wir sehen starke Bewegung beim Dollar, wir haben starke Bewegung beim Gold gesehen, zunächst nach oben gegangen, dann nach unten gegangen. Auch der Dollar hat sich wieder erholt, aber die Renditen für Staatsanleihen sind oben geblieben.
Hier hat übrigens Hillary Clinton mit den nicht gerade wenig Bösartigkeit hier getweetet, Senate Minority Leader Mitch McConnell, also der Minderheitsführer der US-Republikaner im Senat, Mitch McConnell. Das ist natürlich ein bisschen Hohn, aber das ist dann sozusagen letztendlich das Ende der steilen politischen Karriere von Mitch McConnell, der hervorragend verdrahtet ist in Washington, der es schafft, Gelder einzusammeln wie kein anderer, und der ist jetzt dieser wichtigen zentralen Funktion der US-Politik beraubt. Das wird die Spaltung innerhalb der Republikaner noch beschleunigen jetzt. Da ist wirklich eine Frontstellung entstanden zwischen den Trump Loyalen und den Republikanern. Die Republikaner haben ja gedacht eigentlich, okay, wir haben mit Trump nochmal die Chance auf eine Lifeline, wir können überleben, obwohl die demografischen Faktoren eben durch die Einwanderung, durch Latinos etc. eigentlich gegen uns sprechen, aber mit dieser Politik von Donald Trump, da haben wir nochmal eine Lebenslinie, eine Überlebenschance bekommen, und jetzt stellt sich heraus, dass Donald Trump wahrscheinlich die Partei der Republikaner spalten wird, und das ist nach meiner Einschätzung nur eine Frage der Zeit. Und der neue Leader im US-Senat ist dann Chuck Schumer, auch nicht mehr der allerjüngste, aber sei es drum, der hat jetzt eben dann die Vollmachten, die einst Mitch McConnell hatte. Und das Erste, was Schumer gesagt hat, ja, wir werden jetzt diese $2,000-Schecks machen, statt eben diese 600, eigentlich ja die Forderung von Trump, aber jetzt kann er eben diese ganze Geschichte durchdrücken. Das ist ein Grund, warum die Aktienmärkte heute feiern. Und es ist vielleicht auch nötig, dass diese Schecks, dieses Helikoptergeld kommt, denn wir sehen heute die ADP-Arbeitsmarktdaten, so eine Art Vorausschau für das, was dann am Freitag mit den großen Arbeitsmarktdaten passiert. Katastrophal, minus 123.000 Stellen waren eigentlich so, naja, 80.000, 90.000 neue Stellen plus erwartet, kam allerdings anders. Wir müssen nochmal zurück zur Politik, denn das wird auch heute Abend noch die Märkte bewegen, denn wir haben jetzt dann 18.30, 19 Uhr werden wir sehen, 13 Uhr Washington Time, werden wir sehen, was da passieren wird. Es kommt dann eben zu der Bestätigung, Zertifizierung des Wahlergebnisses der US-Wahl vom 3. November. Kommt es dazu? Das ist die große Frage, denn Sir Donald hat jetzt nochmal klargemacht, was er von seinem Vizepräsidenten Mike Pence erwartet. Der soll einfach das Ganze zurückgeben an die Staaten, die umstritten sind. Es sind ja vier Staaten, die die Republikaner hier monieren. Darunter Georgia, Pennsylvania, Arizona. Jedenfalls fordert jetzt Donald Trump von Mike Pence, zeige extremen Mut, zeig's ihnen, mach etwas, was eigentlich in der Verfassung überhaupt nicht vorgesehen ist, was in der Ordnung des Kongresses nicht vorgesehen ist. Es wäre also ein, wenn man so will, ein klarer Rechtsbruch, nichts anderes. Und Mike Pence ist natürlich jetzt in einer blöden Situation. Entweder er wird illoyal gegen Trump, indem er letztendlich einfach nur die Umschläge öffnet und das Ergebnis vorliest, was seine Funktion als derjenige ist, der diese Sitzung heute leitet, oder er macht irgendetwas, was gegen die Verfassung ist, was also ein Rechtsbruch ist. Damit würde er Trump loyal bleiben, aber letztendlich eine politische Krise in den USA ungeahnten Ausmaßes auslösen. Wir werden sehen, wie Mike Pence sich hier entscheidet. Unterdessen warten schon in Washington die Anhänger von Donald Trump. Heute ja der March in Washington, der große Marsch für Donald Trump. Der wird dort auch auftreten, wird aber natürlich auch dann im US-Kongress anwesend sein. Also das wird jetzt eine aufgeheizte Geschichte. Man fürchtet hier, ja, ich hatte es heute Morgen schon gesagt, so ein bisschen, dass es da zu Ausschreitungen kommt. Man hat die Sicherheitsvorkehrungen extrem nach oben gefahren. Werden die Aktienmärkte jetzt weiter steigen? Es war ja zunächst mal sehr, sehr volatil. Vor allem der Nasdaq stark unter Druck. Wir hatten dann auch den S&P negativ, der Russell von Anfang an gut gelaufen, dann aber heute Morgen auch wieder fast alle Gewinne abgegeben, um dann über 4% zu steigen. Der Russell 2000, der Future, also dieser Nebenwerteindex, diese Unternehmen, von denen man glaubt, naja, die sind stark auf die Binnennachfrage fokussiert, da wird denen ein Sieg der Demokraten helfen, eben durch diese Stimulusmaßnahme. Normalerweise sagt ja Tom McLaren, ist Anfang Januar so der Hochpunkt für die Aktienmärkte, denn die schätzen es normalerweise, wenn die bisher unterlegene Partei dann eine Wahl gewinnt, dann kommt frischer Wind, dann erhofft man sich eben Besonderes. Mal sehen, ob diese Party, die heute an den Aktienmärkten der Fall ist, wirklich lange dauert. Und wir haben, ich hatte es schon erwähnt, eine extreme Entwicklung, vor allem beim Russell 2000, diesen Nebenwerteindex, und
viel oder eine extreme Abweichung vor allem Russell 2000 zum Nasdaq. Das ist so noch nie passiert, was wir hier gesehen haben seit dem Jahr 2000. Also schon eine gute 20 Jährchen. Wir haben eine solche Abweichung noch nie gesehen. Teilweise war der Nasdaq über 2% im Minus, der Nasdaq Future, während der Russell eben über 3%, 4% im Plus ist. Das sind Extremwerte, die wir hier sehen. Und wenn wir uns diesen Russell mal anschauen, hier das wichtigste ETF dazu, IWM, dann sehen wir hier absolute Extremwerte. Wir sind 4 Standardabweichungen über dem 4-Jahres-Moving Average, also über dem 4-Jahres-Durchschnitt. Wir haben ein MACD-Histogramm von 4,2, bisher noch nie gesehen. Ich habe so etwas noch nie gesehen, so etwas extrem Überkauftes. Und wir haben eine negative Divergenz im RSI, wie Lance Roberts hier thematisiert. Insgesamt muss man sagen, die Aktienmärkte so teuer wie noch nie in den USA. Wir haben das Price-Sales-Ratio, also das Verhältnis Marktkapitalisierung zu den Umsätzen der Unternehmen, war noch nie so extrem, war nicht mal in der Dotcom-Blase so extrem. Und abschließend noch ein Punkt, die NYSE, also die New Yorker Börse, will jetzt doch diese drei chinesischen Telekommunikationsfirmen, nämlich China Telecom, China Mobile und China Unicorn, von der New Yorker Börse verbannen. Da gab es ja immer ein Hin und Her. Erst hat man gesagt, ja, wir wollen das machen. Dann hat man das zurückgenommen. Jetzt tut man es doch. Warum? Weil wahrscheinlich Finanzminister Mnuchin im Auftrag von Donald Trump angerufen hat und gesagt, doch, das müssen die machen. Und da ist man jetzt eingeknickt. Das ist natürlich schon ein Armutszeugnis für die Führung der NYSE, dass man hier immer hin und her flippt. Einmal das sagt, dann das andere sagt. Und China hat jetzt starke Gegenmaßnahmen angedroht. Man werde hier dementsprechend erwidern, vielleicht gegen US-Konzerne in China. Das ist abzuwarten oder das bleibt abzuwarten, wie auch die Entwicklung dessen, was heute Abend passiert. Wird Mike Pence es wirklich wagen, etwas zu tun, was überhaupt nicht mit der Verfassung in irgendeiner Form in Deckung zu bringen ist? Oder wird er illoyal gegenüber Trump sein? Das ist die Frage, die sich kurzfristig stellt. Mittelfristig stellt sich die Frage, ist die Erwartung der Märkte wirklich gerechtfertigt, dass diese Inflation kommt, angesichts des doch eingeengten Spielraums, den die US-Demokraten jetzt trotz des Sieges in Georgia haben. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt eine wunderschöne Feierabend. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Ich bin gespannt, wie die Märkte jetzt weiterlaufen, vor allem was da in Washington passiert. Vielleicht schauen Sie da mal rein bei finanzmarktwelt.de. Ihnen das Allerbeste. Servus.